Hallo Freunde, willkommen zum zweiten Video zum Thema Atomkraft. Ich habe mir wieder die Zeitung geschnappt und hier steht: SPD spricht von Atomlüge. Die wollen uns schon wieder ein Vorheucheln, Freunde. Ich wäre auf der Hut, wenn ich sowas lese. Also Freunde. Regierung verteidigt Geheimvertrag mit Konzernen. Theoretisch noch verhandelbar. Theoretisch noch verhandelbar. Das sagt doch schon alles. Das bedeutet, wir sollen Hoffnungen machen, dass dieser Atomvertrag doch noch irgendwie umschwingt. Und am Ende ist es so, wie es von Anfang an hieß. Das. Ja, SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der deutschen Regierung vorgeworfen, die Öffentlichkeit belogen zu haben. Das würde ja den ganzen Stand des Politikers betreffen, weil so ganz die Wahrheit sagen die auch nicht immer. Also. Also, hier steht wieder, dass es wahrscheinlich doch nicht verlängert werden soll. Aber dann steht da siehe Kasten, Hintergrund, abgesicherte Konzerngewinne. Zugeständnisse der Bundesregierung an die Atomkonzerne. Die Kosten für eine mögliche Nachrüstung der Atomkraftwerke werden auf 500 Millionen Euro je Meiler begrenzt. Kosten. Nachrüstung mehr erhält der Bund weniger Geld für seinen geplanten Ökoenergiefonds. Je mehr Geld in die Sicherheit alter AKWs gesteckt wird, desto weniger gibt es für erneuerbare Energien. Das heißt, um diese blöden Atomkraftwerke zu retten, werden andere erneuerbare Energien außen vor gelassen, wie zum Beispiel Windkraft, Solarenergie und der ganze Kram. Wisst ihr? Ich würde es genau andersrum machen. Ich würde die anderen erneuerbaren Energien fördern und würde dafür die AKWs abschaffen. Aber das ist nur meine Meinung. Also, wenn ihr eine andere habt, vertretet sie. Könnt ihr als Videoantwort posten, wie im letzten Video gesagt wurde, auch als Kommentar oder persönliche Nachricht an mich. Bis dahin, viel Spaß mit diesem Video. Also, Mr. Unfazed.